Sie ist sehr... Hier haben wir die Fakten, die ihr über mich noch nicht wusstet. Und ich würde sagen, wir lesen die ersten 10 vor, die mein Mann aufgeschrieben hat, die ich noch nicht gesehen habe. Ich habe extra gesagt, schreib jedes auf eine Seite, damit ich es nicht alles auf einmal lese. Sie fährt Auto wie ein Taxifahrer aus Istanbul. Wenn ich einmal an einem Ort war, kann ich mich sehr gut daran erinnern und fahre den Weg eigentlich dann das nächste Mal ohne Navi. Nummer 2. Sie ist nicht nachtragen in Bezug auf mich. Das heißt, wenn wir uns streiten, dann trage ich eigentlich nie. Also dann bin ich nach 10 Minuten eigentlich wieder so, oh, kuscheln. Also ich mag das nicht, dann so tagelang beleidigt zu sein. Wobei ich sagen muss, ich kann auch echt ätzend. Ihre Lebenswahrheit. Schminke, Schminke, Schminke. Ja, das stimmt. Also ich kann auf alles verzichten. Natürlich könnt ihr auf Schminke verzichten, so ist es nicht, aber es wäre schon schade, würde ich sagen. Nummer 4. Sie nennen mich bitte der Mesme. Wenn wir bitte der Mürum. Hallo. Ich könnte mich also nicht aufregen. Oh, Schatz, da bist du aber bei der falschen Adresse. Ich kann mich sowas von aufregen. Aber es ist so, ich bin eine Person, die hält sich dann so zurück und explodiert dann meistens dann, wenn ich alleine bin. Sie zieht ihre Klamotten immer falsch herum heraus. Also das heißt, ich ziehe mein Hemd aus und es ist immer falsch herum und überall sind die auch falsch herum. Das heißt, wenn ich sie dann irgendwann anziehen will, sind sie auch falsch herum gefaltet. Oh, sie hasst ihre Nase über alles, aber ich finde sie eigentlich ganz schön. Oh, ich gehe da um. Ich hasse meine Nase wirklich, also... Natürlich will man keinem Ideal entsprechen, aber ihr wisst, ich seit Jahren, ich finde, sie stört einfach in meinem Gesicht, aber sie macht auch meinen Charakter, also sie ist auch ein Charakter in meinem Gesicht, aber ich bin wirklich sehr unzufrieden damit. Nummer 7. Sie liebt es, Geräusche von sich zu geben. Sie würde das sogar schaffen, aus einem Stückchen Watte ein Geräusch zu erzeugen. Ja, das stimmt. Also, man hört mich überall, sagen wir mal so. Sami weiß immer anhand der Geräusche, in welchem Zimmer ich mich gerade befinde. Also, es hat auch so ein bisschen was mit tollpatschig zu tun. Nummer 8. Ich habe schon mal miterlebt, dass sie an einem Fuß meine Socke anhatte und an einem anderen Fuß ihre Socke anhatte. Ja, das stimmt auch. Ich habe immer so die Probleme mit Socken. Ey Leute, bitte Männer, kauft euch keine schwarzen Socken, die alle gleich aussehen. Und ich habe letztens Sami dabei erwischt, indem er 2 Socken schon angezogen hatte und meinte zu mir, boah, die sehen aber nicht gleich aus. Ich so, ey, willst du mich verarschen? Wer, bitte sieht der schon, ob der Saum bei deinen Socken jetzt unterschiedlich ist oder nicht. Oh, Aschka. Sie ist der einzige Mensch, wo ich Angst habe, dass sie vor mir stirbt. Ich heule gleich. Ja, liebe Scherjansen. Çok iyi biliyorsun ne yazdığını. Numara mı? Evet. Onda ne yazdığını bildiğin için şu anda böyle konuşuyorsun. 10, 10, 10. Sie ist der unordentlichste Mensch auf Erden und sie ist sehr, sehr sauber. Not. Dankeschön, ja. Ich bin leider ein bisschen chaotisch. Aber vorher war ich nicht so, das ist erst so, seitdem Hamza da ist, ne? Würde ich jetzt sagen, er würde sagen nein, aber ich schaffe das nicht, alles unter einen Hut zu bringen. Essen kochen, YouTube, Mutter da sein und alles zusammen, Haus auch noch picobello, hallo, wir leben in keinem Katalog. Das waren die Facts von meinem Mann. Dankeschön, Aschki. Okay, machen wir jetzt mit den restlichen Facts weiter. Meine Freundin Buket sagt, Ebro lacht sehr laut. Ja, wenn ich dann mal in einem Lachkrampf bin, dann, dann kriege ich mich auch nicht mehr ein. Und dasselbe mit dem Wein. Wenn ich dann mal heule, dann kriege ich mich auch nicht mehr ein. Ich bin sehr direkt. Ja, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Vorteil oder ein Nachteil ist, aber ich sage meistens immer das, was ich denke. Und ja, eigentlich manchmal denke ich so, halt einfach deine Fresse, aber... Das funktioniert leider nicht. Ich kann absolut nicht lügen. Wenn ich lüge, dann merkt ihr das sofort. Nachdem ich abgestillt habe, werde ich auf jeden Fall eine Brust-OP haben. Beziehungsweise ich bekomme eine Brustverkleinerung. Ich spiele ganz oft mit den Gedanken, Hijab zu tragen. Da werdet ihr jetzt wahrscheinlich so, what? Ja. Das Ding ist so, ich hatte
bevor Hamza auf der Welt war, auch Jahre davor, habe ich irgendwann gesagt, ey, ich habe gebetet, du mir irgendwann ein Kind schenkst, dann werde ich das und das tun. Und ja, er hat mir ein Kind geschenkt. Ich konnte das, was ich versprochen habe, noch nicht umsetzen. Und das ist so innerlich, ich habe so innerliches Struggle mit mir. Ich will gerne, aber ich kann nicht, ich traue mich nicht. Also das ist so ein ganz ausgeweitetes Thema. Ich bin Mutter. Ich habe neue Eheringe. Also ich hatte meinen anderen, der war ein bisschen dick, den habe ich jetzt ausgetauscht. Ich habe jetzt einen dünneren und kann jetzt beide Verlobungsring und Ehering auf einer Hand, also an einem Finger tragen, ohne dass es quetscht. Ich würde sagen, ich habe einen sehr konservativen Kleidungsstil. Also ich mag das nicht so gerne so offen. Das war früher vielleicht anders, aber seitdem ich in der Türkei lebe, mag ich das nicht mehr so viel preiszugeben. Ich habe dieses Jahr 10-jähriges auf YouTube. Ey Leute, zieht euch das rein. 10 Jahre nerv ich euch schon. Ich bin selbstständig mit einer Eisdiele und einer Schmuckkollektion bzw. einen Online-Shop für Schmuck sein. Also da könnt ihr das auf Amazon bestellen, wenn ihr da Bock drauf habt. Ich bin ausgewandert in die Türkei vor 5 Jahren. Bevor ich in die Türkei kam, kannte ich nur ein Dua und das war Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sivalata sirrabbiti mitbihilfa. Mehr konnte ich nicht. Ich konnte noch nicht mal Fatiha. Ich habe 3 Ausbildungen. Einmal gelernte Zahnarzthelferin, ich bin Visagistin, Make-up-Artist und Kosmetikerin. 3 in 1. Ich bin ein Sandwich-Kind. Also ich habe noch eine größere Schwester und eine kleine Schwester. Das erzähle ich euch alles, damit ihr mal so re-upgedatet werdet von mir, weil es kommen immer mehr Leute dazu, die mich vielleicht noch nicht seit Anfang an verfolgen und das ist für euch. Ich trage meine Naturhaarfarbe und noch ein Fakt ist, ich habe kaum graue Haare. Ich glaube, ich konnte bis jetzt nur ein einziges feststellen und das mit 32 Jahren finde ich schon... Ich habe Acne vulgaris. Ich habe, als ich Kind war, professionell Volleyball gespielt. Ich habe einen Realschulabschluss und hätte mir gewünscht, noch Zahnmedizin studiert zu haben. Aber dafür hätte das ein langer Weg sein müssen und irgendwie hatte ich da keinen Bock drauf und wollte einfach nur noch mein eigenes Geld verdienen. Ich bin in meinem Leben, glaube ich, komplett schon 6-mal umgezogen und es sieht so aus, als wäre es jetzt noch nicht das letzte Mal gewesen, Leute. Ich habe mir meine Achselhaare lasern lassen und ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil da kommt einfach nichts mehr. Ich bin der absolute, nicht nur auf YouTube, ich bin der absolute Einzelgänger. Ich habe bald 10-jähriges, habe ich euch erzählt, und ich wurde noch nie zu Glow eingeladen. Ich bin dann auch so eine Person, ich frage mich dann so, warum? Ich habe es geschafft, trotz Flugangst einen 13-Stunden-Flug nach Los Angeles zu absolvieren. Ich habe keine Flugangst mehr. Ach, ich schaffe das immer nicht, ein Buch zu Ende zu lesen. Ich hatte in meinem Leben 4 OPs bis jetzt. Einmal eine Mandel-OP mit 7. Dann habe ich natürlich einen Kaiserschnitt gehabt. Dann hatte ich am Fuß einen Bänderriss gehabt, der wurde auch operiert. Und ich hatte vor ein paar Jahren noch eine Hals-OP mit Verdacht auf Blutkrebs. Ich konnte als Kind Arabisch lesen und schreiben. Ich habe es verlernt. Voll scheiße. Ich bin der absolute Schokoladenfreak. Komm mir mit Schokoladenbrownie, Schokolade, Schokoladenkekse, alles was mit Schokolade zu tun hat. Give it to me, baby. Ich war mal Raucher, aber das wisst ihr ja und tue ich es noch natürlich nicht. Ich habe unter jeder Kleidung habe ich ein Unterhemd an. Ohne Unterhemd fühle ich mich absolut nackt. Ich operiere mir jeden Monat meine eigenen Fußnägel, weil die eingewachsen sind. Ja, und wenn dann, das habe ich mich schon ein bisschen, oh, schon wieder eine OP. Ja. Wenn ich nachts schlafe, habe ich meine Arme niemals außerhalb des Bettes, weil es ja sein könnte, dass irgendwie ein Monster von unten kommt und mir meine Arme abpackt. Ich habe, wenn ihr ganz genau darauf achtet, das haben eigentlich viele Menschen, eine Seite meines Gesichtes ist dicker als die andere Seite. Frag mich jetzt nicht, welche Seite. Ich glaube, die ist dicker hier. Ich glaube, hier ist so ein kleiner Knüppel. Könnt ihr es erkennen? Wenn nicht, ist nicht schlimm. Ich gucke gefühlt nur einmal in der Woche Fernsehen für 2 Stunden und das ist eine Dizzy namens Istanbul Gelin. Außer diese Dizzy läuft der Fernseher bei uns in der Woche überhaupt gar nicht. Ich bin leider zu gutmütig. Zu gutmütig. Das soll jetzt kein, oh, ich bin so geil sein, sondern ich bin so gutmütig, dass ich immer wieder reingelegt werde. Ich würde sagen, das Leben früher war definitiv besser als jetzt. Ja, ich stehe jeden Morgen um 7:30 Uhr auf. Das heißt, ich bin ein Frühaufsteher.
Ich hasse meine Knie über alles und ich bin absolut Triletsche-süchtig. Ich könnte Triletsche den ganzen Tag essen. Und Leute, kommt mir mit Triletsche und I give you everything. Wenn wir schon bei Triletsche sind, ne? Wer war's denn? Hallo Mr. Duty! Wenn ihr mein altes Fact-Video noch nicht gesehen habt, das ist übrigens 5 Jahre her, dann könnt ihr natürlich hier gerne klicken. Lasst mir da was Nettes da. Ich freue mich über eure Kommentare. Und natürlich würde ich mich freuen, wenn ihr mich abonniert. Und ich sage bis zum nächsten Video. Tschüss!